Fußballwetten 17.05.2019 Tagesgewinn 40 Euro Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Heute ist Freitag, der 18. Mai 2019 und die Ergebnisse der gestrigen Prognose liegen vor und aufgrund der Bankwetten wurde wieder gewonnen. Es sind 40 Euro Gewinn bei einem Einsatz von 8 Euro. Ich möchte dazu grundsätzlich erstmal etwas sagen, hier im Internet ist Kritik laut geworden, hinsichtlich der von mir erstellten Wettprognosen, aber dazu sei gesagt, es geht eben nicht mit einer einzigen Akkumulationswette einen größeren Gewinn zu aktivieren, einer dieser Wetten ist meistens immer falsch, das merken Sie ganz besonders an der Toto 13. Auswahlwette, da haben Sie oft 8 bis 9 richtige, aber 1 oder 2 sind immer falsch und dann ist die ganze Wette im Eimer. Deshalb mache ich es so, dass hier bei kritischen Fußballbegegnungen eben 2 Bänke gewettet werden müssen, so wie hier, eben 1 und 0 und letztendlich kommt dann ein Gewinn dabei raus. Natürlich müssen immer etwas mehr Einsätze getätigt werden, aber sehen Sie doch hier in einem kleinen Beispiel, lieber 8 Euro Einsatz, also 8 Reihen und dafür dann 40 Euro gewinnen als 1 Euro und eine Reihe und nichts zu gewinnen. In den meisten Fällen ist es doch bei diesen Prognosen, die hier im Internet ausgegeben werden, alles Mist und Müll. Die Leute, die das machen, die behaupten zwar immer, sie hätten oft 2 bis 3 oder 4 oder mehr richtige. Aber was nützt es, wenn Sie in einer Akkumulationswette auch nur einen falsch haben, dann ist die ganze Wette kaputt. Sie wissen es, ich mache morgens die Wetten im YouTube-Livestream, ich habe auch keine Lust darüber zu diskutieren, es muss zur Sicherheit eben manchmal auch Bänke gewettet werden, sehen Sie wie hier mussten zweimal zwei Bänke gewettet werden. Das kostet zwar wie hier 8 Einsätze, aber Sie sehen, es sind doch sehr viel Unentschieden entstanden und trotzdem wurde die Akkumulationswette gewonnen. Nochmals, lieber 8 Einsätze und dafür das 40-fache Gewinn als 1 Euro und nachher nichts zu gewinnen. Sie werden gerade hier im YouTube-Internet immer wieder Prognosen finden von irgendwelchen Leuten, die in Wahrheit Betrüger sind, und das können Sie ganz einfach feststellen, wenn da auf einen bestimmten Wettanbieter hingewiesen wird, bei dem Sie die Wetten machen sollen. Das dient nur dem Zweck, die Leute in die Wettbüros zu locken, weil man dort ja weiß, dass die meisten nur verlieren und man auf die Einsätze scharf ist. Nur wenn Sie mit einem Einsatz eine Akkumulationswette machen, dann klappt das in keinem Fall, einer ist nämlich immer falsch und die Wette ist kaputt. So wie ich es hier mache, das halte ich für wesentlich moderner, man muss mehrere Bänke wetten, aber dann hat man nachher auch einen Gewinn. Ich sage es nochmal, hier sind es bei 8 Bänken, also 8 Einsätze 40 Euro Gewinn, wenn man die 8 Einsätze absetzt, sind es immer noch 32 Euro Netto Gewinn. Und damit sind Sie wesentlich besser bedient, wenn Sie auf Sicherheit wetten, als wenn Sie nur eine Reihe wetten und einer ist falsch und das Geld ist zum Fenster hinausgeflogen. Hier nun die Prognosen vom Donnerstag, dem 17. Mai 2019 und die Ergebnisse. Hier mussten 2x2x2, also insgesamt 8 Bänke gewettet werden, 8 Einsätze, aber es ist eben ein Gewinn des 40-fachen entstanden. Und dieser Gewinn ist eben ein Gewinn, den Sie kassieren können. Donnerstag, 17.05.2019. Göteborg Malmö 10:0:0 3,30 €, 3,30 €, Bern Gras Zürich 1:6:1, 1,20 €, 3,96 €, Anderlecht Genk 10:1:1, 3,40 €, 13,46 €, Portsmouth Sunderland 10:0:0, 2,85 €, 38,37 €. 8 Einsätze, 8 Reihen, / 8 Einsätze.